Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis 4. Heute ist der Tag, an dem wir uns endgültig unbeliebt machen, höchstwahrscheinlich. Wir haben zum Glück Frankreich auf unserer Seite und ich werde jetzt auch dafür sorgen, dass sie uns hoffentlich nicht fallen lassen. Aber der Plan ist heute jetzt ganz, ganz klar, Österreich in die Personalunion zu holen. Und ich glaube, dass ich jetzt an dieser Stelle mal ganz, ganz kurz mal aufhöre, hier diese Leute automatisch da zwirbeln zu lassen. Bei Zilli, ganz im Ernst, was interessiert mich Zilli? Die sind halt erzürnt, dann sind sie halt erzürnt. Nee, für mich ist es viel, viel wichtiger, dass andere Nationen mich mögen, und zwar die mächtigsten, die es hier in diesem Spiel gibt. Also Frankreich und Polen. Volksreligion! Nee, ich hätte gerne mehr Missionsstärke. So, also, wir sind, glaube ich, weitgehend am Start. Wir haben genügend Truppen hier. Ihr könnt mal aufhören zu trainieren. Kriegsgrund, Handelskriegsgrundschutz. Gegen Venedig. Venedig wollen wir aber gerade eben gar nicht. Ne, unser Krieg, sobald unsere Truppen bereit sind, wird jetzt gegen Österreich vom Zaun gebrochen. Wobei ich auch dafür natürlich tatsächlich einen entsprechenden Kollegen brauche erstmal. Moment. So. Jetzt schauen wir mal. Also Österreich wäre natürlich total happy mit uns. Was? Ich habe keinen Kriegsgrund. Ist der abgelaufen? Nein. Ich habe zu lang gebraucht. Alle Provinzen im Gebiet Österreich und Steiermark müssen mir gehen. Oh, das wird painful. Irgendwas ist immer. Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte die Steiermark erstmal vasalisieren. Ist ein Juniorpartner von Polen-Litauen. Jetzt wird's völlig Banane. Okay, also das Problem ist, ich habe zu gute Beziehungen mit Österreich und ich weiß gar nicht warum. Ach, wegen der Gebietsrückgabe. Alles Dinge, die ich nicht so cool finde. Was ist, wenn ich jetzt dir den... Ich kann dir auch einfach einen Krieg um ein paar Ecken erklären. Da wäre nämlich Österreich mit dabei. Mit wem ist... Also Österreich könnte ja irgendetwas verteidigen, was zum Reich gehört, ne? Irgendwas Kleines, Blödes. Und da machen wir jetzt einfach einen Anspruch rein. Ist das doof? Was ist das hier eigentlich? Zilli ist ganz schön gewachsen, ey. Ist Zilli eigentlich Teil des Reiches? Ja. Aber dummerweise haben die auch mit Polen-Litauen ein Bündnis, so wie das aussieht. Shit. Also Österreich ist, wie gesagt, mit Pfalz, Ulm, Holland, Zilli und Mühlhausen verbündet. Ich glaube, dass ich hier keinen Anspruch fingieren kann. Weil ich da nicht angrenze. Ja, das bedeutet für mich, dass ich jetzt vielleicht dann doch gegen euch hier losschlagen muss. Also Frankreich hat keinen Bock. Polen-Litauen hat keinen Bock. Savoy und Korsika können wir mal gestohlen bleiben. Wisst ihr was? Ich verlagere nochmal diese Flotte ganz, ganz kurz in der Zwischenzeit jetzt hier rüber. Also Planänderung. Die Sache mit Österreich, dafür sind wir einfach noch nicht stark genug. Weil das müssen wir uns dann irgendwie später holen. Es ärgert mich zutiefst, aber der Kriegsgrund, den haben wir leider verstreichen lassen. My bad, mein Fehler. Sei es drum. Also geht es jetzt dann doch wieder gegen andere. Die sind hier noch sehr, sehr erzürnt gegen mich. Ich werde ihnen noch mehr Gründe liefern. Mann, werde ich denen wehtun, ich sag's euch.
So, ich werde jetzt tatsächlich, glaube ich, in meine Truppen komplett ballen. So, dann haben wir jetzt ja auch ein paar nette Kernprovinzen. Das war schon mal sehr, sehr wichtig, dass wir diese Kernprovinzen jetzt haben. Und dann können wir jetzt, wow, wir können jetzt ganz schön loslegen jetzt hier. Religiöse Natur. Die Sonne geht niemals unter. Während des 16. Jahrhunderts erreichte das Spanische Reich im Zeitalter unter Karl dem V. seine größte Ausdehnung. Karls weitreichende Besitzungen erstreckten sich auf Spanien, Österreich, große Teile der heutigen Benelux-Länder. Ja, das ist leider bei uns nicht der Fall. Mailand und das Königreich Neapel. Hinzu kam eine Vielzahl an Kolonien in Nord- und Südamerika. Und sowie Afrika und Asien. Ja, wir hinken da noch ein bisschen hinterher. Leider, leider, leider kann ich mit diesen Boni wenig anfangen. Aber ich freue mich trotzdem über den Papsteinfluss, den ich jetzt hier einfach in schnöden Mammon versenke und Moral für meine Armeen. So, wir machen Folgendes. Ich möchte wieder dafür sorgen. Moment, ihr kommt mal auch jetzt hier rüber. Ich möchte eine Flotte haben, vor der die Feinde, die wir haben, hier zittern. Ja, es geht einfach nur darum, dass wir Venedig hier mit unserer gewaltigen spanischen Armada wegblocken. Mehr ist gar nicht mein Ziel. So, eine Flottille, 80 Schiffe. Dann erklären wir jetzt Parma den Krieg. Wir haben, wie gesagt, Ansprüche auf das da, das da und das da. Wobei, wahrscheinlich wäre Venedig sinnvoller. Eroberung von Arezzo. Nee, nee, ich möchte die Eroberung von Milano? Ferrara? Brescia? Milano? Bergamo? Wo ist denn Bergamo? Es ist so weird, dass man diese Gebiete hier halt einfach. Arezzo? Wo ist Arezzo? Ah, hier! Arezzo. Ja, komm, dann machen wir Arezzo, weil dann haben wir auf jeden Fall den Ticking War Scroll auf unserer Seite und die können überhaupt nichts dagegen machen. Was interessiert mich Korsika, dass die auf deren Seite sind? Savoy, Augsburg. Ganz im Ernst. So, Männer, marschiert! Holt euch die Ländereien. Okay, sie konnten runterlaufen. Ich konnte das nicht verhindern. Das ist interessant. Das sind mehr als gedacht. So, wieder einmal Italienkriege. Disziplin Söldner und so weiter und so fort. Dadurch habe ich jetzt automatisch wieder die Söldnerkompanien am Start. Neapel hilft uns. Ich meine, die haben eben auch nochmal eine ganz, ganz brauchbare Armee, ne? Spanien hat Urbino besetzt. Oh, da ist nochmal eine Erkundung fertig. Und die müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. Nordwestpazifik. Wie weit ist das jetzt hier schon? War schon ziemlich weit. Wie weit ist die Insel hier? Halb. Also da geht noch viel, ne? Also es gibt noch nicht so viele Kolonien, weil wir haben die anderen Konkurrenten eigentlich alle vernichtet, weitgehend. Da gibt es nicht so viel zu kolonisieren. Dank unserer Moves. Du segelst jetzt auch mal ganz schnell darüber. Vielleicht kann ich diese Flotten alle noch jetzt hier mit reinmachen. Ich will eine gewaltige Flotte da jetzt hinpacken. Oh ne, das kann der gar nicht. Dann geh mal besser dahin. Ja, die Flotte der Venezianer blockiert hier ein bisschen was. Das ist ungünstig für uns. So, sind es immerhin jetzt mal 89 Schiffe hier. Also, wir machen jetzt hier ein Loch rein. Gott, ey, das Belagern von denen ist einfach so gut.
Verdienst du dir einfach eine goldene Nase bei. So, wir holen uns jetzt direkt Venedig. Das wird ihren Willen sehr, sehr schnell brechen. Oh! Die Personalunion ist beendet. Verdammt! Mit wem? Mit euch wahrscheinlich, ne? Ja! Portugal ist frei. Shit. Portugal ist frei. Oh, diese verdammte Personalunion. Und wir sind nicht mehr exkommuniziert, Gott sei Dank. Also. Der ist jetzt 52 und wir haben keinen Erben. Das ist doof. Halten wir das mal fest. Ich hoffe, das ändert sich. Der ist nämlich schon ziemlich alt. Spiel. Wäre toll, wenn wir daran jetzt nicht scheitern würden. Gibt es irgendjemand, der mit mir eine Staatsehe machen wollen würde? Ich frage nur aus Neugier. Das heißt nicht, dass ich es gleich mache. Also eigentlich müsste es auch so gehen. Polen-Litauen. Okay, jetzt haben wir immer schon mal den Königsgemahl. Gut, 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 gut. Die ist immerhin 27. Da könnte noch ein Kind bei rauskommen. Gut, gut, gut. Sehen wir das mal von der positiven Seite. Ah, hier wurde was Wichtiges erobert. Haben wir noch Parma besetzt. Regen bringt Fruchtbarkeit, das ist immer schön. Kompetenter Vetter. Es ist schön, dass ich so viel Prestige bekomme, aber ich brauche dieses Prestige eigentlich gar nicht. Mehr Innovationsfähigkeit für wissenschaftliche Instrumente. Okay, Genua wurde bereits zu Ende belagert. Und hier sorgen wir mal dafür, dass es jetzt hier auch schnell geht. Das ist natürlich für sie nicht so gut. Dass wir schon eine Hauptstadt haben. Wo sind eigentlich die? Die haben angeblich auch irgendwas besetzt. Ach hier. Da treibt ihr euch rum. Witzig. Die haben Humor, ich sag's euch. Ich kümmere mich jetzt erstmal um alles. Unruhe lokal reduzieren. Hui, da haben wir auch wieder was besetzt. Jetzt können wir diese Festung uns hier noch holen. Ich hole mir noch diese Festung hier so schnell wie es geht. Augsburg hat Istrien besetzt. Und Trevesio ist unser. Tja, ich glaube, das könnte schlecht enden für sie. Oh, wir können hier wieder Fähigkeiten setzen. Blockierung von Blockadeeinfluss von Belagerung plus 1. Das dürfte jetzt hier eventuell noch mithelfen, ne? Ja. Sehr gut, wir belagern jetzt noch besser. Ich muss jetzt bloß aufpassen, ich mache nicht so viele Machtpunkte jetzt hier, um das jetzt hier noch irgendwie zu ändern. Oh, Venedig ist gefallen. Wir haben Venedig geplättet, genommen. Das ist schlecht für sie. Aragon ist nicht mehr exkommuniziert. Ey, wir sind schon wieder exkommuniziert. Warum werden wir ständig exkommuniziert? Das ist früher nicht passiert.
Das würde ich jetzt als wilden Unsinn betrachten, der jetzt hier gerade passiert. Die laufen jetzt hier tatsächlich mit einer riesigen Armee da drauf. Sind im Weinhandel dominant. Wenn das so weitergeht, muss ich noch so eine Art Konterpapst aufstellen. Gehen wir nach Modena. Hier kann es jetzt jederzeit zu einer entsprechenden Schlacht kommen. Aber ich glaube, sie trauen sich nicht. Ich tue den mal raus bei Frankreich, den Diplomaten, den brauche ich nicht mehr. Boah, das mit Portugal nervt mich. Aber gut, ich habe wenigstens den Portugal-Kram abgeschlossen. Ich hatte keine Chance, das wirklich zu nutzen. Die nächste Erkundung ist durch. Da behalte ich den Diplomaten mal drin. Und du erkundest jetzt hier mal die nordwestpazifische Küste. Und dann können wir irgendwann doch mal eine Weltumsegelung wagen. Okay, jetzt haben wir diese kleine Stadt hier noch genommen. Da komme ich nicht hin. Aber Pavia muss ich wieder nehmen. Was wollen die eigentlich hier? Ach, die wollen jetzt das jetzt zurückerobern. Ja, aber sie wollen es nicht wirklich. Sie tingeln ziellos umher, die Gegner. Sie tingeln ziellos umher. So würde ich das jetzt gerade eben mal nennen. Wenn ich Glück habe. Nee, habe ich nicht. Mann, ey, Spiel. Hör doch mal auf, mir ständig die Befehlshaber zu töten, die ich gerade eben so dringend brauche. In dem Fall ist es jetzt hier ein Admiral, aber trotzdem. Okay, der ist ziemlich gut. Ich habe noch nicht mal die Tradition gewählt. Von denen ich mir eigentlich versprechen würde, dass sie das alles hier verbessern mit der Flotten- und Armeetradition und so weiter. Nö, ich lasse da keinen durch. Was ist das? Ey, ohne Witz, jetzt kann ich Verteidiger des Glaubens werden. Wisst ihr? Ich kann Verteidiger des Glaubens werden, aber ich bin exkommuniziert. Ich weiß nicht, warum ich das auch nur in Betracht ziehen sollte mit diesem Verteidiger des Glaubens. In Betracht dessen, wie hier der Papst, die Päpste alle mit mir umgehen. Das ist echt eine Frechheit, wie die mit mir umgehen. Wir hätten gerade einige Waffenstillstände. Jetzt versenken wir gleich hier diese kleine savoyische Flotte. So, wir haben Monteferrat besetzt. Talentierte und ehrgeizige Tochter. Ja! Das ist dann Las Miranda die Zweite. Las Miranda die Zweite! Was ist das für ein Run? Das ist doch nicht mehr zu fassen, Leute. Das ist absolut nicht zu fassen. Das ist ein Drogentrip, das ist kein Spiel mehr. Völlig behämmert, ey, ich sag's euch. Ah, nice, noch mehr 100 Bevölkerung. Dann sind die jetzt auch schon fast fertig hier. Wir machen hier mal weiter. Oh, jetzt belagern sie uns hier, aber die werden nicht viel tun. Oh, Kolonie selbst erhalten, das ist gerade passiert. König Enrique mag Technologie. Und erst recht schaffen. Immerhin. Also gut, wir können also wieder einen weiteren Kolonisten setzen. Dann setzen wir ihn mal dahin. Unsere Kolonien wachsen also ein bisschen. Was ist hier noch? Ja, die brauchen noch eine Weile. Ich werde Portugal irgendwann endgültig erobern müssen. Ganz im Ernst. Komm da nicht drum rum. Die gehen mir auf den Zeiger.
Und zwar gehörig. Könnt ihr es jetzt mal schaffen, hier mal diese letzten Festungen zu erobern? Es wäre eine große Hilfe. Gehst jetzt hier außen rum, über Frankreich. Wo ist eigentlich die Flotte? Die hochbeschworene Flotte. Ah, hier. Ich gehe sie mal kurz mal jetzt hier reparieren und dann blockiere ich sie hier. Ich möchte nämlich ihre Flotte versenken. Zwei Grundproduktionen hier. Nice. So, du machst jetzt hier wieder weiter. Wir erkunden jetzt den Nordostpazifik. Ist schon eine Menge, was wir jetzt hier wissen. Ich kann hier immer noch nicht weitermachen. Es ist der Wahnsinn, ey. Die hängen alle bei 49% und nicht zu sich. Ich möchte jetzt endlich mal diese Armeen hier schlagen. Endlich! Milano wurde geschlagen. Jetzt kommen wir noch Mantua. Oder Mantova jetzt hier erobern. Habe ich, glaube ich, auch einen Anspruch drauf. Ja. Und wir haben Brescia. Hi. Ach, da kann ich nicht drauf. Aber wir können jetzt mal da drauf. Ja, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Ich glaube, ich brauche inzwischen mehr Kanonen, Freunde. Ich brauche mehr Kanonen. Noch gewinnen wir das immer noch, aber na, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, noch mehr Kanonen zu haben. So, ihr zieht euch jetzt immer wieder zurück und regeneriert euch. Währenddessen jetzt hier noch diese Festungen genommen werden. Sie versuchen halt echt peinliche Belagerungen hier. Kannst du hier nochmal ganz, ganz kurz dazukommen? Das müsste jetzt eigentlich gehen. Kann ich mit meiner gesamten Flotte alles jetzt hier blockieren? Bei der Ankunft war er bereits tot. Anführer Juan... Toll. Super. Ich habe einen Anführer verloren. Das ist nicht so gut, dass die jetzt hier rebellieren. Wie viele Manpower? Ne, ich bin genau auf der Grenze. Okay, das ist cool. Ich kann 10 Schiffe mehr haben. 10 Schiffe mehr. Ich will noch mehr Karavellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die wollen Frieden, das mache ich nicht. Wir haben noch ein oder zwei Worte miteinander zu wechseln. Das hier ist jetzt erschöpft vom Plündern her. Da geht noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, dass die Rebellen erfolgreich waren. Ich kann es halt gerade eben nicht. Müssen wir uns später drum kümmern. So, das war wichtig. Jetzt können wir noch dahin marschieren. Ich brauche halt, wie gesagt, diesen Weg hier so rein. Also ich brauche das... Nee. Hä, sag mal, wie weird ist denn hier eigentlich meine Anspruchsstruktur? Also ich habe Anspruch auf das und auf das hier nicht. Anspruch auf das habe ich auch Anspruch. Wo ist denn hier der zusammenhängende Weg? I don't get it. Ich verstehe es beim besten Willen nicht.
Also, wir brauchen wieder einen neuen Erkunder. Das ist natürlich jetzt super ätzend, dass er gestorben ist. Wieder Südwestpazifik, go. Wir haben wieder was besetzt. Dann gehst du noch mit dahin. Sind meine Schiffe jetzt alle da? Meine Schiffe sind alle da. Wo ist die Flotte? Ich weiß es nicht. Nee, wisst ihr was, was ich mache? Ich schicke jetzt den jetzt hier zurück. Schlage erstmal die Armee, die in Spanien belagert. Und dann sehen wir weiter. So. Ich verschiffe euch direkt da oben hin. Das geht am schnellsten. Und dann muss ich das hier noch verhindern. Du nimmst das hier noch schnell ein. Und du noch das da schnell. Staatsehe mit Frankreich, ja. Hi. Das wird euch eventuell den Tag versauen. Oh, ich bekomme nochmal 100 Bevölkerung hier. Es macht immer einen schönen großen Sprung, wenn man durch so ein Event auf Bevölkerung bekommt. Wo ist die venezianische Flotte? Oh, die haben jetzt richtig Trouble. Die Ottos hauen auch auf sie drauf. Das ist richtig ungesund für sie. Ach ja, dieses minus 2 ist so herrlich für uns. Wir haben gleich eine 9 gewürfelt. Venedig hat Verona besetzt. Wie ist denn das passiert? So, jetzt schipper ich euch dann gleich wieder runter. Dass wir hier noch eingreifen können. Abweichender Berater. Ja, ist egal, ich nehme die Diplomacht. Bergamo ist wieder besetzt. Weg zum Ruhm. Grundsteuer in Biri. Mantova ist jetzt endlich besetzt. Wir stehen bei 94%, Freunde. 94. Also wir haben jetzt hier eigentlich alles. Ich muss hier nicht weiterkämpfen. Halten wir das mal fest. Jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, ich habe hier, wie gesagt, entsprechende Ansprüche. Kann ich das machen? Kernprovinzen zurückgeben? Nee, das geht nicht. Kernprovinzen aufgeben. Arezzo. Darum geht's auf jeden Fall. So, dann will ich Parma. Das wird teuer. Ach du Scheiße. Ich hasse mein Leben. Modena geht. Modena geht. Aragon, Portugal, Savoy, Venedig, Bologna, Korsika, Marokko. Das sind alles kleine Länder, die sind mir egal. Was ist, wenn ich noch Mantova nehme? 81? Das sind zu viele. Parma? Ist der Kirchenstand auch noch dabei? Ferrara? 46 würde gehen. Dann hätte ich halt hier sie wirklich hart durchschnitten. Oh, warte mal. Wer wäre spanischer Vasall? Moment. Ach, Mantova wäre denn mein Vasall. Wenn ich das richtig sehe. Moment, Moment, Moment. Ich muss das Zeichen richtig lesen. Nee, wer werden das dann? Hä? Genf.
Genf könnte mein Vasall werden. Das will ich nicht. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Niederlage eingestehen. Kann halt nicht mit anderen Sachen kombiniert werden, ne? Das ist halt das Doofe. Also gut, dann muss ich einen Separatfrieden hier machen. Wenn ich das hier mache, kostet halt gleich schon mal 30. Das hier geht hoch auf 58. Die Frage ist, kann ich mich das trauen? Eigentlich nicht. Das kann ich mich eigentlich nicht trauen. Wenn ich nur Parma nehme, sind es 30. Das kann ich mich trauen. Wer wird denn dann spanischer Vasall? Das ist, glaube ich, wirklich Genf, ne? Ja, das ist mir egal. Ich mache Kriegsreparation und wirklich alles Geld, was ihr aufbringen könnt. Das hat auf jeden Fall meine ganze Weile beschäftigt. Dann möchte ich, dass ihr Verträge aufkündigt, und zwar mit Venedig. Ich möchte, dass ihr nicht mehr mit denen verbündet seid. Ja. Dann haben wir diesen Teil schon mal geschafft. Also ich habe jetzt hier mir Parma geholt. Ist zwar nicht das, was ich wollte, aber jetzt komme ich dadurch halt hier in diesem Clusterfuck Italien ein bisschen weiter. Wahrscheinlich mache ich es falsch, aber... Es ist mir egal. Korsika, Augsburg, Venedig. Ja, die sind mir auch völlig egal. Die spielen überhaupt keine Rolle. Hier muss ich aufpassen. Muss ich Ferrara rausnehmen. Das ist schon schlimm genug, sind wir mal ehrlich. Ich muss Modena rausnehmen. Ja, ja, wir müssen Modena rausnehmen. Dann, Niederlage eingestehen würde mir gerade eben nicht so viel bringen. Bringt hauptsächlich Machtpunkte. Nationen entlassen. Das könnte ich machen. Ja, dass Mailand wieder entsteht. Ja. Und die wären sogar sehr, sehr happy mit mir. Moment. Ich verzichte mal auf das da. Ich will, dass sie Nationen freilassen, die... Also spanische Vasall mit Modena geht ja nicht. Modena ist... Das würden sie nicht machen, das wäre zu viel. Das hier würden sie halt noch machen. Und Kriegsreparation ist ihnen zu viel. Aber ganz ernst, Kriegsreparationen wären so geil von denen. Dann komme ich lieber später wieder. Dann komme ich später wieder, ne? Wir werden uns drauf freuen. Was? Die lehnen ab? Wie sind denn die drauf? Wie sind denn die drauf? Zu meiner Überraschung lehnten sie das Angebot einfach mal so ab. Gut, ich wollte diese Folge schon längst beenden, Freunde. Es ist nicht meine Absicht, dass es länger dauert. Ja, wir sind jetzt irgendwie runtergefallen um ein paar Prozente. Ne, warte mal, jetzt sind sie wieder dabei. Hä? Kriegsreparationen. Das hier entlassen. Arezzo machen sie halt nicht. Wie gesagt, da kommen wir gerne später wieder. Alles Geld, was noch zahlen. Jetzt. Na also. Meine Fresse. Ich dachte doch gerade eben schon. Was. Gut. Wir machen uns wieder zurück. In die Heimat. Ich verschippere euch so schnell ich kann. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.